Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute mit bei mir seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid gesund und munter. Am Anfang möchte ich mich wie immer ganz, ganz herzlich bei euch bedanken fürs Liken, fürs Abonnieren, fürs liebevolle Kommentieren, für die Wertschätzung, die ihr mir und meinen Kanal auf ganz verschiedenen Wegen entgegenbringt. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, liebe Fische oder der, die du hier auf einen Fisch schaust, heute schauen wir gemeinsam, wie es denn in Sachen Liebe, Liebesverbindungen im Monat August bei dir aussieht. Dabei ist es völlig egal, ob du hier auf einen Wunschpartner schaust, auf eine bestehende Verbindung schaust, auf einen Ex-Partner schaust oder vielleicht sogar auf jemanden, mit dem du gar keinen Kontakt hast. Und zwar habe ich die Legung so aufgebaut, dass ja deine Energie liegt als Zuschauer, hier die Energie deines Gegenübers und hier euer Miteinander. Falls du während der Legung bemerkst, dass du doch eher hier bist und dein Gegenüber doch eher hier, dann dreht er das bitte um, dann ist das spiegelverkehrt, das kann passieren. Es ist auch wie immer eine allgemeine Legung. Sie kann auf dich zutreffen, muss es aber nicht. Und ich versuche auch geschlechterneutral zu deuten. Falls mir das nicht immer gelingt, dann dreht euch das bitte so um, wie das in eurer Konstellation passend ist. Zu dieser Legung gibt es natürlich auch wieder eine erweiterte Legung auf Vimeo. Den Link dafür findest du unten in der Infobox. Und ich pinne das auch nochmal in den Kommentaren an, wenn du gerne wissen willst, wie es denn mit diesem Menschen hier weitergeht. Was dieser Mensch über dich denkt, was dieser Mensch für dich fühlt, wie dieser Mensch in den nächsten Schritten auf dich zukommt, was dieser Mensch denn in deine Richtung unternimmt, wann das denn ungefähr passiert und wie du dich denn hier am besten verhalten darfst und kannst, damit das Ganze positiv voranschreiten kann. Wie gesagt, wenn dich das interessiert, der Link dafür ist unten in der Infobox. Gut, dann ist, glaube ich, soweit alles gesagt und wir können starten in deine erste Karte im Monat August. Und dann habe ich hier den König der Schwerter. König der Schwerter kann ein Luftzeichen sein, Wassermann, Zwillinge oder Waage. Also hier ist jemand bereit zur Kommunikation, zur Klärung. Dieser König der Schwerter hat auch in seinem Rücken einen Adler. Ne? Der Adler, der fliegt ja sehr, sehr hoch am Himmel und kann alles überblicken. Also der Adler sieht die Dinge auch aus einer anderen Perspektive, nämlich von oben. Also hier hat vielleicht jemand lange nachgedacht und ist jetzt zur Erkenntnis gekommen, indem man sich selber reflektiert hat, indem man eure Situation reflektiert hat, dich reflektiert hat. Hier gibt es was zu klären. Hier kriege ich so einen Geschäftsmann rein. Hier kriege ich auch jemand rein, der gerne das Sagen hat. Also hier kann jemand auch gut mit Worten umgehen. Ich kriege hier gerade so rein, die Serie Wer ist hier der Boss? Ne? Also das ist so hier dieser Mensch, wer ist hier der Boss? Also dieser Mensch sagt, ich bin hier der Boss. Ne? Also so. So kriege ich das bei dieser Karte rein. Ich bin hier der Boss. Ich sage, wo es lang geht. Ich treffe die Entscheidungen. Und ich sage, wann hier die Kommunikation stattfindet. Also das ist jemand, der gerne sagt, wo es lang geht, der gerne bestimmt. Na, das ist so jemand, der ja, gerne das Zepter in der Hand hält. Hier ist es das Ast der Schwerter. Ja, also das könnte. Also dieser Mensch könnte in deinem Feld so aufgetreten sein, ne? Dass es immer nach seinen, ihren Wünschen ging, ne? Dass man hier das Sagen hat und dass man hier gerne der Boss ist. Ja? In dieser Serie, Wer ist hier der Boss? Da war es ja auch so, ne? Da war ja der Tony Dancer, der Hausmann, also Haushälter. Ne? Und ja, aber die Frau, ne, bei der er angestellt war, da war dann auch so die Frage, wer hat denn hier das Sagen im Haus? Ne? Ja, also hier hat jemand gerne das Sagen, hier hat vielleicht auch jemand gerne über dich bestimmt. Und hier hat man vielleicht auch jetzt sein eigenes Verhalten reflektiert und erkannt, nee, so geht's nicht. Ne? Also es kann nicht immer nur nach mir gehen. Ich kriege hier auch so ein bisschen Egoismus rein bei diesen Menschen. Aber durch den Adler kriege ich auch so Selbstreflexion rein, dass jemand erkannt hat, okay, wir müssen mal über diese Dinge sprechen, wie ich mich verhalten habe. Und dann haben wir bei dir die 10 der Kelche. 10 der Kelche ist die absolute Erfüllung in Sachen Liebe.
Also der Monat August, das könnte für dich ein Monat sein, wo du viel dich mit Menschen umgibst, die dir gut tun. Das können Familienmitglieder sein, das können Freunde sein, die vielleicht auch Kinder haben. Und wo du dir einfach eine schöne Zeit machst. Ne? 10 der Kelche, das ist so Vergnügen, Feiern, in einer Gemeinschaft sein, die dir gut tut. Ne? Also, und du in Sachen Liebe wünschst du dir ja auch die 10 der Kelche, eine Verbindung auf Augenhöhe, wo man wirklich am gleichen Strang zieht, wo beide glücklich sind, wo bei beiden die Wünsche, Werte und Bedürfnisse geachtet und hochgehalten werden. Ne? Das ist so deine Energie, wie du dir das vorstellst. Und dann habe ich hier das Ass der Schwerter, ne, was dieser Mensch schon in den Händen hält. Also du ergreifst ja auch die Chance, die sich bietet, auf Kommunikation, auf Klärung, auf eine Entscheidung zu treffen, weil du hast hier die Krone auf. Ne? Hier fehlt die Krone beim König der Schwerter. Du hast hier die Krone auf. Eigentlich bist du der Boss. Ne? Du bist der Boss. Hier tritt nur jemand so auf. Als hätte man hier das Sagen, aber eigentlich bist du der Boss. Du hast die Krone auf in dieser Verbindung. Ja, und du entscheidest, wann hier die Kommunikation stattfindet, ob hier Kommunikation stattfindet und was hier geklärt wird. Ja, es gibt hier eine Chance auf Klärung, auf Kommunikation, auf eine Bereinigung und auch hier, du wirst auch die Entscheidung treffen. Du wirst hier die Entscheidung treffen. Dir wird das Ass der Schwerter in die Hände gelegt. So, dann schauen wir mal bei dem Gegenüber. Dann habe ich hier die 9 der Schwerter. Also hier hat jemand Ängste. Hier zermartert sich jemand den Kopf. Hier hat jemand Ängste. Hier malt sich jemand das Worst-Case-Szenario aus. Ja, hier hat jemand auch Angst vor Verbindung, Angst vor Liebe. Ne? Deswegen war man vielleicht so kontrollierend unterwegs und hat seine Bedürfnisse höher gestellt als deine. Das ist aber aus der Angst heraus. Ne? Hier hat jemand Angst, verletzt zu werden. Vielleicht auch aus Themen aus der Vergangenheit her. Und diese Schwerter, die haben hier so Roststellen und diese Roststellen sind ja schon abgefärbt auf die Haut dieses Menschen. Also das sind alte Themen. Ja, also das sind wirklich alte Themen und ich kriege hier Säure rein. Säure. Also hier ist auch jemand übersäuert. Also hier ist jemand sauer. Ne? Also das Sauersein im Körper hat ja auch immer. Also in meiner Welt, was damit zu tun, dass man auf irgendwas sauer ist. Entweder auf sich selbst, ne? Dass man hier irgendwas verkackt hat in deine Richtung. Oder auf das Leben, auf das Umfeld, ne? Auf das Dasein. Also hier ist jemand übersäuert und ist sauer. Auch auf sich selber, ne? Dass man vielleicht irgendwas nicht eher erkannt hat. Ne, und diese schlechten Gedanken übertragen sich auch schon auf den Körper. Also hier könnte jemand Körperthemen haben. Und dann habe ich hier den Magier. Der Magier steht für Neuanfang, für Neubeginn, für Meisterschaft. Es gibt hier eine Möglichkeit und eine Chance, in die Meisterschaft zu gehen. Das wird diesem Menschen gereicht. Und das ist so. Dieses Verbundensein mit allem. Ne? Ich habe hier die liegende 8, einmal hier, ganz groß und einmal hier. Also dieser Mensch wird irgendwie irgendwann erkennen, was man hier erlebt hat in der Vergangenheit, im Leben, in der Familie, was auch immer geschehen ist. Das hatte seinen Grund, damit man hier in die Balance kommt, damit man hier in den Einklang kommt, damit man aus diesen Situationen lernen kann und wachsen kann und heilen kann.
Der Magier, der hat alle vier Elemente auf dem Tisch liegen. Wasser, Luft, Feuer und Erde. Stäbe, Münzen, Schwerter und Kelche. Also hier steht alles zur Verfügung, um diese Geschichte hier zu meistern, um die Ängste hier zu meistern. Das liegt in den Händen dieses Menschen. Und ich habe hier auch jemand, also hier ist der Magier sehr tätowiert dargestellt. Also hier ist jemand gezeichnet, ne, durch Wunden aus der Vergangenheit, die sich jetzt auch schon körperlich auswirken. Also hier darf wieder jemand die Verbundenheit mit sich selber finden. Und das passiert auch durch Analyse, Selbstreflexion, Bewusstwerdung. Und dann haben wir hier die Neun der Stäbe. Die Neun der Stäbe, das ist so die Karte der Abgrenzung, weil man schon Wunden davongetragen hat und nicht möchte, dass diese Wunden wieder aufgerissen werden, dass diese Wunden wieder anfangen mit Bluten. Deswegen grenzt man sich ja ab. Aber hier ist es sehr, sehr schön dargestellt. Im Hintergrund habe ich acht Stäbe. Die acht der Stäbe spricht für Nachrichten, für Kommunikation. Also hier ist jemand drauf und dran, Nachrichten abzusenden in deine Richtung, weil man hier auch das Ast der Stäbe in den Händen hält. Ne? Man baut hier die Abgrenzung zu dir, zur Liebe, zur Verbindung, zur Partnerschaft. Einen Stab nach dem anderen baut man das hier ab. Man nimmt einen Stab nach den anderen und legt den nieder. Ne? Und hier hält man das Ast der Stäbe in den Händen. Man nutzt eine Chance auf Kommunikation, die Nachrichten abzusenden. Na, das kriege ich hier ganz klar rein. Hier wird ein Stab nach dem anderen abgebaut, und so bewegt sich wieder jemand in dein Feld. Also Nachrichtenkommunikation ist hier ganz groß geschrieben. Hier nutzt jemand eine heiße Chance, eine plötzliche Chance und riskiert auch was. Na, also das ist so. Das ist für diesen Menschen ein Risiko, auf dich zuzukommen. Ja, vielleicht liegt auch hier schon eine ganze Weile Stillstand zwischen euch. Ne? Das kann auch sein. So, dann schauen wir mal in die Zusatzkarten. Da habe ich hier den Bär und den Fuchs. Der Bär kann für einen Seelenpartner stehen. Also hier kommt wieder jemand in seine Kraft, in seinen Mut, in seine Stärke. Ne? Das ist dieser Mensch. Der Fuchs kann dafür stehen, dass man misstrauisch ist. Also du könntest hier vorsichtig sein, misstrauisch sein, wenn dieser Mensch in dein Feld kommt. Und dieser Mensch könnte auch vorsichtig sein, wie und ob man in dein Feld kommt. Ne? Da ist eine Unsicherheit. Ne? Das ist schon optisch ein gestandener Mensch, ne? Aber ist hier unsicher. Das, was ich dir sagen kann, ist, also das, was dir dieser Mensch entgegenbringt, wie dieser Mensch in dein Feld kommt, darauf, das ist ehrlich, ne? Weil die Fuchsspitze, die liegt hier. Der Fuchs geht raus, also die Unehrlichkeit geht raus, ne? Die Falschheit geht raus. Da liegt die Wahrheit beim Bär. Dann habe ich hier noch die 10 der Stäbe und die 9 der Stäbe. Also, es war in der Vergangenheit schon eine sehr belastende Verbindung mit diesem Menschen. Na, da lag eine Schwere drauf, da lag eine Bürde drauf. Und mit den 9 der Stäben, ne, das wird jetzt sukzessive abgebaut. Man hat sich auch so ein bisschen der Fuchs ist ja schlau, ne? Durch Geschichten erzählen, durch Präsentation so ein bisschen sich ein anderes Bild verschafft im Außen. Ne? Also du könntest diesen Menschen so sehen, wer ist hier der Boss? Und aber eigentlich sieht so in diese Menschen aus. Ne? Also dieser Mensch hat
versucht, ein anderes Bild aufrechtzuerhalten. Das Thema, was bei diesen Menschen liegen könnte, könnte ein Vaterthema sein, aus der männlichen Linie. Ne? Der Bär steht auch für eine Vaterfigur. Dass man da nicht unbedingt Liebe erfahren hat. Ne? Da hat man vielleicht auch Verrat erfahren. Und dieser Mensch darf wieder von alleine in seine Kraft, in seine Stärke kommen. Und wird das auch schaffen. Also hier geht dieses Negative, dieses Lügen, Betrügen, das geht hier raus, die Falschheit geht hier raus. Und du könntest auch vorsichtig sein, ne? Wenn dieser Mensch hier auf dich zukommt, könntest du vorsichtig sein. Dann habe ich hier Kontemplation. Also die ganze Sache betrachten, ne? In Augenschein nehmen. Also dieser Mensch beäugt es schon lange, beäugt es schon länger, betrachtet sich selber, euch, diese Verbindung und du betrachtest auch die ganze Situation. Also hier werden sich viele Gedanken gemacht. Ne? Hier habe ich Schwertkarten, hier habe ich die Nachrichten liegen. Also hier werden sich Gedanken gemacht, wie geht es denn hier weiter? Also auf jeden Fall würdest du hier die Chance zur Klärung nutzen. Ne, das kriege ich ganz klar rein. Aber ich kriege auch rein, wenn dir es gerade gut geht in deinem Feld, ne, dann bist du natürlich vorsichtig und sagst, nee, ich brauche ja nicht nochmal so eine Schwere, so eine Bürde, wie das war. Also du überlegst ja auch, will ich mir das nochmal antun oder lasse ich es bleiben? Ne? So, dann wollten hier zwei Karten raus. Dann habe ich hier das Portal. Also hier gibt es eine Tür, die man durchschreitet. Ne? Also hier könnte auch jemand vor deiner Tür stehen und hoffen, dass du die Tür wieder öffnest für diesen Menschen. Hier habe ich auch das geistige Erwachen. Also hier erwacht jemand in seinem Geist, in seinen Gedanken und entfernt sich so von dieser Angst, von diesem Alten. Und dann habe ich hier Sacred Gratitude. Das ist so diese heilige Dankbarkeit. Das ist so eine Wertschätzung, ehrfürchtig sein. Auch dankbar dafür sein, dass du im Leben dieses Menschen bist. Und auch in gewisser Weise dankbar sein für das, was man erlebt hat und das, was daraus entstanden ist. Ne? Dass man doch gestärkt daraus hervorgegangen ist, dass man daraus was lernen konnte. Ne? Also wenn hier krasse Dinge passiert sind, Traumatisierungen, ne, dann ist es natürlich schwer, dann ist es schmerzhaft. Dann darf man erstmal den Weg zur Heilung finden, aber das macht einen stark, ne? Also das prägt einen, so eine Geschichte. Und man darf auch wieder für die einfachen Dinge dankbar sein, ne? Hier den Baum berühren, für die Natur, für das Umfeld, für die Dinge, die einem einfach so geschenkt werden in diesem Leben. Ja, also hier wird auch jemand dankbar sein, dass du im Feld bist, dieses Menschen. Ihr Lieben, wenn ihr jetzt wissen wollt, wie geht es denn hier mit diesem Menschen weiter? Wann kommt denn dieser Mensch auf dich zu? Wie kommt denn dieser Mensch auf dich zu? Was denkt denn dieser Mensch über dich? Was fühlt denn dieser Mensch für dich? Welche Schritte unternimmt denn dieser Mensch in dein Feld? Wann wird es denn ungefähr passieren? Und wie kannst du dich denn hier am besten verhalten, damit das Ganze positiv voranschreiten kann? Dann lade ich dich ganz recht herzlich ein, mir auf Vimeo zu folgen zu dem weiterführenden Reading. Den Link dafür findest du unten in der Infobox und ich pinne dir das auch nochmal in den Kommentaren an. Wenn wir uns dort wiedersehen, würde ich mich ganz sehr freuen und allen anderen wünsche ich eine wundervolle Zeit. Macht's gut. Tschüss.